Die naturhistorischen Sammlungen bieten über 6000 Präparate in 4 Ausstellungen zum Thema Ästhetik der Natur an. Die meisten Exponate sind keine 10 Jahre alt, frisch präpariert für diese Ausstellung. Ästhetik wird oft mit Schönheit übersetzt, aber das meint es hier gar nicht, auch wenn die Schnecken, die Krebse und die Säugetiere davon zeugen. Wie sehen wir die Natur? Wie können wir sie beobachten, beschreiben und schließlich verstehen? In Wiesbaden zollen wir den Tieren und Pflanzen großen Respekt. Damit Sie als Besucherinnen und Besucher sich für Stunden von der Pracht und den spannenden Geschichten der Natur aus dem Alltag entführen lassen. In der Kunst und Natur faszinieren gleichermaßen die Phänomene Farbigkeit, Formenreichtum, Bewegung und Endlichkeit der Zeit. In der ersten Etage begrüßt sie der Eisbär zum Thema Farbigkeit. Auch wenn er weiß erscheint, so ist er in Wirklichkeit farblos, denn seine Haare sind hohl. Farbpigmente wurden lange Zeit aus Naturstoffen hergestellt. Das Farboktogon berichtet davon und bietet eine Reise um die Welt. Im Formenraum gilt es, Natur miteinander zu vergleichen. Genau hinsehen muss geübt werden, denn die Vielfalt ist außerordentlich. Der Bewegungsraum schärft den Blick auf das Schwimmen, Laufen und Fliegen. Die Springböcke hinter mir flüchten voller Panik vor dem Geparden, der sie aber sicherlich nicht erbeuten kann. Wer gern in der Zeit reist, ist hier bestens aufgehoben. In Sprüngen von 2, 20 und 400 Millionen Jahren kann man vergangene Lebensräume durch Fossilien der Region wiederbeleben. Museen zeigen Sammlungen und diese sollten gut sortiert sein. Aber die Natur nach Farben sortieren, wozu soll das gut sein? Alles Rote in einer Vitrine vereint. Von Krebsen und Fischen, von Vögeln und Füchsen. Der Scharlachsichler lebt in Südamerika und ist sehr auffällig, wenn er über die Flüsse streift. Seine Farbigkeit erhält er durch seine Nahrung Krebse. Wer Üppigkeit schätzt und aus dem Vollen sich bedienen möchte, der besucht im Formenraum die Vitrinen zu den Samen und Früchten. Zu den zapfenbildenden Nadelbäumen zählen die Araukarien, gewaltige Pflanzen der Südhalbkugel, deren Früchte die Äste so schwer machen, dass sie herabzustürzen drohen. Nicht so hier im Museum. Und was sagen uns 20 Millionen Jahre alt Knochen einer Seekuh? Sie sind schwer, aber sie zeugen dennoch von einem unbeschwerten Leben im Wasser, direkt vor den Toren Wiesbadens. Sie durften nur nicht den Riesenhaien begegnen, denn sie standen ganz oben auf deren Speisekarte. Ebenso gefährlich geht es auch heute noch in Afrikas Savannen zu. Geparden sind die schnellsten Säugetiere auf Erden. Allerdings geht ihnen auch sehr schnell die Luft aus. Das Museum bietet auf allen Ebenen Klemmbretter zum Zeichnen an. Wer die Natur wirklich erforschen möchte, greift zum Stift und wird mit zahlreichen Entdeckungen belohnt.